Willkommen zu einer weiteren Folge BMW Today. Mein Name ist Joy und heute geht es um Materialien und Farbauswahl. Dafür habe ich Stefan Böhm bei mir. Servus Stefan. Hallo Joy. Wie geht's dir? Gut, danke dir. Schön hier zu sein. Freue mich und du erzählst mir jetzt, was genau deine Aufgabe im Unternehmen ist. Ich darf mich unter anderem über den BMW 7er um die Material- und Farbumfänge kümmern. Material- und Farbumfänge? Ich habe schon die erste Frage. Was ist das für ein Lack? Den kenne ich noch nicht beim 7er. Hier sehen wir erstmals auf dem 7er Frozen Bluestone als neue Außenlackfarbe. Ah, okay. Das heißt, man hat Bluestone genommen und ihn mattiert? Genau richtig. Das ist die matte Variante vom Lack Bluestone und der sieht sowohl sportlich als auch edel aus. Kannst du mir erzählen, was da genau passiert, wenn man aus einem Metallic-Lack einen matten Lack macht? Im Grunde ist die Farbgebung die gleiche, nur der Klarlack wird mattiert und wir erhalten dadurch einen komplett neuen Effekt. Gefällt mir im Exterieur sehr gut. Der Kontrast hier ist sehr, sehr stark, gerade mit dem Chrom. Im Interieur ist aber auch ein sehr, sehr starker Kontrast. Diese Bicolor-Materialien kenne ich so noch nicht. Genau, so eine Bicolor-Aufteilung hatten wir auch noch nie. Wo kommt das überhaupt her? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir hatten vor einigen Jahren das Glück, ein wunderschönes Einzelstück für eine finnische Luxuswerft zu machen, den Nautilus Swan. Ah ja. Und aus diesem Fahrzeug haben wir die Bicolor-Thematik jetzt in dieses Fahrzeug übertragen. Wollen wir uns das mal aus der Nähe anschauen? Gerne. Ah ja, im Interieur ganz, ganz viel Blau und Weiß. Nachtblau und Rauchweiß. Man hat hier das in den Türen, in der Armablage, hier unten auch auf diesem Bogen von dem Fach hier in der Tür. Das ist auch neu, oder? Richtig. Wir haben das Material- und Farbkonzept durchs ganze Auto gezogen, Dachhimmel, Instrumententafel und konnten durch die Zweifarbigkeit nochmal das Interieur ganz anders highlighten wie zuvor. Was haben wir denn an Neuerungen bei den X-Fahrzeugen? Da habe ich auch ein bisschen was gehört. Da können wir was ganz Tolles zeigen, unsere X7 Edition Dark Shadow. Ja, dann schauen wir uns das auch mal aus der Nähe an. Stefan, nicht nur ein matter Lack, sondern die Felgen sind auch matt, richtig? Auch die Felgen gehören zur Edition und die sind auch, die 22 Zoll Felgen in matt, eine tolle Erscheinung. Und du bist eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ein dunkler X7 wird cool aussehen. Genau so war es nicht, aber wir haben natürlich ein Briefing bekommen, in welche Richtung die Edition gehen soll. Und hier war es ganz klar die dunkle Seite des X7. Die dunkle Seite des X7. Wie heißt der Lack? Das ist Frozen Arctic Grau. Arctic Grau kennst du vielleicht schon. Ja. Und das ist die matte Variante quasi? Das ist die matte Variante von Arctic Grey, das wir aus der Serie kennen. Wie läuft der Prozess? Also überlegt man sich, welche Farbe passt auf den X7 und dann entwickelt man eine Farbe, um einen neuen Lack zu haben? Oder wie läuft das? Wir überlegen uns natürlich, welche Farbe funktioniert schon sehr gut auf diesem Fahrzeug als allererstes. Und von der gehen wir dann in die vermattete Richtung los. Und vom kleinen Muster über die Lackbleche dann auf die große Karosse nähern wir uns dann dem Ergebnis an und sind sehr zufrieden. Bei dem Briefing war irgendwas Besonderes hervorgehoben? Wollte man irgendwas Besonderes erreichen? Wir wollten natürlich, dass man auch noch die Highlights der Oberflächen und den Kontrast zu den Schwarzchromteilen sieht und nicht komplett ins Dunkle gehen, sondern das ist genau der richtige Kontrast, den man noch sehen kann. Gibt es im Innenraum auch einen ähnlichen Kontrast? Wir haben auch dort eine komplett neue Ausstattung, Nachtblau-Schwarz, die auch zeigt, man braucht nicht die großen Kontraste, um zu wirken und passt genauso zur Außenwelt wie der Lack zu den Hochglanzbauteilen. Die Edition, ist die limitiert? Das sind 500 Fahrzeuge. Beeilt euch, es gibt nur 500 Stück auf der ganzen weiten Welt. Richtig. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und da drüben habe ich noch ein Fahrzeug stehen und dafür habe ich aber einen weiteren Experten, und zwar Dino Beermann. Servus, Dino. Grüß dich, Joy. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist deine genaue Aufgabe im Unternehmen? Ich bin im Design tätig für Farbe- und Materialthemen für M- und Individualumfänge. Das heißt, du hast das mitentwickelt. So ist es. Erzähl mir ein bisschen was über die Edition. Wir haben hier die Edition M850i Golden Thunder, die eine Marktanforderung war, die wir aus dem Design bearbeiten durften. Okay, das heißt, ihr hattet freie Möglichkeiten, das Gold so zu entwickeln, wie ihr wolltet. Wir haben natürlich gewisse Grenzen, in denen wir arbeiten müssen, aber wir durften uns schon mehr oder weniger frei bewegen. Ja. Okay, das heißt, das Gold ist deswegen so geworden, weil ihr es so wolltet? Das ist richtig. Gab es noch irgendwelche anderen Einflussfaktoren? Ja, es ist halt so, dass wir natürlich auf sensorische Gegebenheiten achten müssen, wie zum Beispiel Radar etc. Okay. Lacke haben Einfluss auf das Radar und dementsprechend müssen wir natürlich im Prozess auch abprüfen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Okay, sehr interessant. Die Kombination Schwarz-Gold ist nur so möglich oder geht auch was anderes? Man kriegt diesen Lack, Frozen Black, auch in schwarz glänzend. Okay, also das wäre dann Black Sapphire. Wäre die einzige Wahloption, die wir
wir hätten, okay, zu dem Gold. Aber wie wir im Design denken, genau richtig. Ich sehe hier auch schwarze Bremssättel. Das ist neu. Das ist neu für dieses Fahrzeug. Wir haben hier tatsächlich schwarze Bremssättel, natürlich um den Komplettcharakter des Fahrzeuges zu unterstreichen. Mhm. Alles andere würde im weitesten Sinne merkwürdig aussehen. Ja. Und da denken wir natürlich im Design, Black is beautiful. Sehr schön. Was ist im Interieur alles anders? Im Interieur haben wir eine schwarze Lederausstattung, mhm, mit einer goldenen Stickung auf den Kopfstützen, ja, und golden eloxierten Dekorflächen. Ah, hier vorne in der Mittelkonsole. Das gefällt mir sehr gut, das ist relativ dezent gehalten. Ja. Passiert am Heck auch irgendwas? Ja, komm doch einfach mal mit mir mit. Ja, gerne. Dann schauen wir mal nach hinten. Der Streifen zieht sich von vorne nach hinten durchs Fahrzeug durch, bildet am Heck einen sauberen Heckabschluss und wie wir finden, sieht es einfach nur gut aus. Das macht das Auto flacher und, mhm, wir haben genau diese Applikation am kompletten Fahrzeug. Sieht gut aus. Gefällt mir sehr gut und das ist richtiger Lack, der aufgetragen wird. Das ist richtig, da sind wir beim Design sehr stolz darauf. Das, mhm, ist ein, eben kein Aufkleber, es ist eine Zweifarblackierung. Typischerweise findet man so etwas wirklich nur als Aufkleber, aber in diesem Fall ist es ein kompletter Anteil des Fahrzeuges, der nicht mehr zu entfernen ist, was wir natürlich im Design total gut finden. Ich habe gehört, im Kofferraum ist auch noch eine Kleinigkeit versteckt. Kann sein. Ja, sehr cool. Der passende Koffer in Gold und in Schwarz das M-Logo. Sehr cool. Gibt es im Designprozess oder bei der Entwicklung des Fahrzeugs irgendetwas, worauf du besonders stolz bist oder was du besonders cool findest? Ja, ganz klar. Die Zweifarblackierung im Fahrzeugexterieur, das ist etwas Neues, was wir so jetzt noch nicht gemacht haben. Mhm. Finden wir im Design, hat riesiges Potenzial und sieht mega cool aus. Das, muss ich sagen, finden wir super. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, Dino. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal bei BMW Today.